So Leute, heute geht es wieder um einen leckeren Shake und zwar ich werde einen Smoothie aus natürlichen Früchten zubereiten, ohne Zuckerzusatz, vielleicht noch ein bisschen mit einem Whey angedickt. Viel Spaß dabei, jetzt hier in diesem Video. Ja, und zwar der ein oder andere fragt sich sicherlich immer, wie sieht es so aus, so mit einer Zwischenmahlzeit oder morgens so einen guten Smoothie? Den kann man sich natürlich auch sehr gut selber machen. Ihr wisst, ich kaufe mir gerne dieses Spinat-Weizengras-Smoothie-Präparat. Ja, es gibt von unterschiedlichen Firmen, ich mache jetzt hier keine Werbung. Und dann kommt natürlich noch ein bisschen hier gefrorene Früchte rein. Und diese gefrorenen Früchte kann man ganz gut in den Mixer tun. Und das werde ich jetzt für euch mal zubereiten. Und dann werden wir uns nachher das Endergebnis mal anschauen. Was ihr dazu benötigt, ist ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt unterschiedliche Früchte. Ich habe einmal hier Kirschen. Preiselbeeren, Himbeeren, irgendwelche anderen Beeren und diese Stachelbeeren. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Stachelbeeren. Auf jeden Fall, diese Kombination ist wirklich unglaublich lecker und ihr wisst, Beeren wirken entwässernd, haben natürlich auch ein bisschen Zucker, ja, so wie es halt eine Frucht ist. Und was ihr dazu dann noch braucht, ist einfach nur ein Mixer. Und dann führt ihr das Ganze rein, ein bisschen Whey vielleicht noch nach Belieben oder ihr könnt dann natürlich auch ein bisschen Stevia hinzuführen, je nachdem. Auf jeden Fall schmeckt echt übertrieben lecker. Auch das Ganze ohne Quark oder Magerquark, König Frischkäse könnt ihr natürlich auch reintun, je nach Belieben, aber ich mache das immer gerne ohne. Ich möchte momentan auf Milchprodukte halt möglichst verzichten. Nein, ich verzichte nicht auf Fleisch, nur auf Milchprodukte. Und ja. Viel Spaß, ja, und wir gucken uns das Ganze mal an, wie das dann im Endeffekt aussieht. Ich zeige es noch kurz einmal. Also bevor es in den Mixer geht, habe ich natürlich hier die unterschiedlichen gefrorenen Früchte. So, habe ich natürlich reingetan. Übrigens mit getrockneten Früchten schmeckt das bestimmt auch ganz gut. Das müssen wir auch mal ausprobieren. Ansonsten hier reintun, ein bisschen Whey. Dann wird es geshaked. Und je nach Belieben, wie die Konsistenz sein soll, die soll natürlich noch so ein bisschen eisig, deswegen auch gefrorene Früchte. Nicht zu viel Wasser hinzufügen. Und Whey auch, nicht zu viel, weil sonst wird es auch zu klumpig. Probiert immer so mit einem Scoop oder mit anderthalb zu arbeiten. Und ja, lecker, lecker. So, und da haben wir das Ergebnis. Richtig leckere Konsistenz, füllen wir jetzt hier ein. Und dann lassen wir uns schmecken. Und das Schöne ist, weil die Konsistenz so gut ist, kann man das auch einfach mit einem Löffel genießen. Und ja, probiert es einfach aus, ist wirklich eine sehr coole Sache, sehr gesund, macht auf jeden Fall Spaß, auch mal zwischendurch sowas Einfaches zu machen. Wie gesagt, 5 Minuten Zubereitung, einfach getrocknete Früchte kaufen, rein, Whey, Wasser, macht's gut. Zum nächsten Video. Ich hoffe wieder ein Basiswissen-Video. Deswegen postet hier einfach mal drunter, was interessiert euch. Folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich den YouTube-Channel abonnieren. In diesem Sinne, Leute, wir sehen uns.